halte dich doch da raus, das ist auch meine Sache. Aber bei mir mal ausheulen, ja, das ist... Ja, das kenne ich jetzt nicht, ich... Ja. Du musst ja nicht kennen, aber ich... Ja, ich meine jetzt recht amüsant. Suchen sich einen Rat und wenn man dann den Rat gibt, dann ist der Rat falsch. Also ist echt amüsant. Muss man ja mal so zugeben. Ah ja. Frauen. Was? 14 mal Fahrzeug gerammt. 5600 Euro. Wann habe ich denn bitte 14 Fahrzeuge gerammt? Heilige Scheiße. Holy moly. Okay. Alter. Toll, jetzt den Auftrag bin ich komplett umsonst gefahren. Leck mich. Toll, darf ich gleich wieder einen Auftrag suchen. Ja, leck mich doch, ganz ehrlich. Oh Mann, müssen wir heute wieder wegquatschen. Das ist echt schlimm. Also, einen Auftrag lass noch machen, dass wir die 25.000 drin haben. Weil dann kann ich entweder wieder expandieren oder den LKW ein bisschen aufrüsten. Was können wir noch reden? Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile schon fast alles hinter uns. Beziehungsprobleme, beste Freundinnen, Weltuntergang, Atomreaktoren, Mobbing. Also, dass uns überhaupt noch irgendwas einfällt, ist echt... Drogen. Oh. Drogen hatten wir noch nicht. Oh ja, Drogen. Da kann ich auch... Oh ja, Drogen, reden. Ey. Ich bin voll auf Drogen, ey. Wegen Drogen kann ich eigentlich auch relativ gut mitreden. Also, ich persönlich nehme jetzt zwar keine Drogen, aber ich habe eine... Ja, gute Freundin, das hört sich so wieder scheiße an, aber ich habe da sehr, sehr gute Bekannten, ja doch, einige gute Freundin. Freundschaftliche Freunde. Mit der bin ich auch sehr dicke eigentlich, kann man so sagen. Und die erzählt mir halt immer wieder, ja, dass sie heute, ich nenne das mal absichtlich keine Namen, dass sie halt von ihrer Freundin wieder Gras bekommt und ich sage das dann halt jedes Mal, dass ich weiß, was ich davon halte und dass ich da kein Freund von bin. Sie meint halt immer ja, dass sie ihre Erfahrung machen möchte und dass es einmal im Monat nicht schlimm sei und so. Naja. Die raucht halt auch ab und zu mal und naja, ich bin halt einer. Sie sagt mir dann halt immer, ja, es ist lange nicht so schlimm wie saufen. Und klar, rauchen ist zwar schlimmer als saufen, aber kiffen ist jetzt nicht unbedingt so schlimm wie saufen, das muss ich zugeben. Ich meine, ich habe zwar kiffen nicht ausprobiert, werde ich auch nicht machen. Hab ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Klar, ab und zu gehe ich auch mal saufen, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Ich bin einer, der für sein Leben gerne auch mal mit seinen Freunden einen drauf machen geht, also wirklich. Ich gehe abends abends raus, gehe dann saufen, komme besoffen wieder heim, also gebe ich auch gerne zu. Ich bin zwar erst 16, aber das macht mir Spaß ab und zu. Ich meine, es ist nicht jeden Tag, es ist nicht jedes Wochenende, es ist manchmal jedes dritte Wochenende oder so. Also, ja, dann ist es ja auch noch vertretbar, kann man ja mal so sagen. Klar, gut, kiffen einmal im Monat ist auch eigentlich noch vertretbar, aber solange das jetzt zur Gewohnheit wird, ich sag ihr das jedes Mal, dass sie damit aufhören soll, dass das ja nicht gut sind. Naja, ich meine, verbieten kann ich sie nicht, sie ist nicht meine Freundin, ne? Ja, da muss man ja sagen, dass man von sowas wie jetzt Gras eben schneller abhängig wird als von Alkohol. Und auch viel schwerer davon loskommt. Klar. Ich weiß nicht warum, im Prinzip ist Alkohol nur eine legale Droge, wenn man es so nimmt. Aber... Genau, wie Zigaretten. Genau, wie Zigaretten. Aber... ja, es ist halt eben... Es ist halt eben so, dass man davon schwerer loskommt. Fragt mich nicht warum, ich bin kein Biologe, der den menschlichen Körper in- und auswendig kennt und das Gehirn versteht. Es ist halt einfach so. Bevor ich jetzt hier wieder irgendwas Falsches sage. Also, ich bin jetzt auch nur da drauf gekommen, weil ich eben jetzt gerade die angeschrieben habe, meine beste Freundin hier, und es ist mir eben eingefallen, ach, die hatte ja auch mal so eine Zeit durch ihren Freund. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie mit dem jetzt noch zusammen ist. Ja. Ob man den jetzt noch Freund nennen kann, deswegen überlege ich da jetzt gerade. Ja. Der hat halt gemeint, ey, da hast du mal hier Gras ein, zieh doch mal. Oder es gibt ja auch, das habe ich mal im Internet gelesen und hat sie mir auch erzählt, solche Drogenalternativen wie Deo reinziehen. Ja, ja, das ist gelben Sack überstürmt und dann Deo reinspringen und sowas, ja. Das habe ich auch schon von gehört. Dass das eben high machen soll. Und ihr müsst euch mal vorstellen, dass das sogar noch viel schlimmer ist als normale Drogen, weil dieses Gas, was in diesem Deo drin ist, das ist total schädlich für die Leute.
Butan oder so und das zerstört eure Lunge, da könnt ihr, keine Ahnung, ich glaube ein ganzes Jahr rauchen, was ihr da innerhalb von einer Sekunde macht. Dann hat sie mir halt erzählt, ja, das habe ich mal gemacht und das war voll cool, ey, voll high hier und so. Und ich dann so, ja, ja, mach das fein nicht so oft, ne, hab halt da mir so ein bisschen Sorgen dann schon gemacht. Bin ich halt dann immer gleich so alarmiert und hab gesagt, ja, pass auf, dass du das nicht so oft machst. Da hat sie gemeint, ja, komm, einmal im Monat, es geht schon, die Lungenbläschen regenerieren sich ja auch wieder. Und hab ich gemeint, ja. Jeder Mensch ist anders, das steht vielleicht auf Wikipedia oder irgendwo, aber wie wir alle wissen, Wikipedia ist auch keine hundertprozentige Quelle und bei jedem Menschen ist es eben anders. Ja, ich könnte zwar ein Beispiel nennen, zum Beispiel Rauchen, Lungenkrebs. Es gibt Leute, die rauchen ihr ganzes Leben, sterben an dem natürlichen Tod. Es gibt Leute, die rauchen überhaupt nicht, sterben an Lungenkrebs. Das ist nicht so. Also, man kann es nicht pauschal, man kann es nicht pauschal sagen, dass wenn man raucht, dass man viel stirbt, kann man nicht pauschal sagen. Klar, bewiesen ist, dass man nicht unbedingt höhere Lebenserwartung hat, wenn man raucht, aber bewiesen, dass man eine höhere Lungenkrebsrate hat, das ist nicht bewiesen, glaube ich jedenfalls. Also, ich will es ja auch wieder kein Müll erzählen oder so, aber ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, was das angeht. Naja, was ich halt, ja, wie gesagt, ich halte nicht wirklich viel von Drogen. Also ganz ehrlich, viele Leute, die Drogen nehmen, sich dadurch gut fühlen, die ja, das bekommen ist ja von auch mir so keinerlei Beachtung. Also, das ist ja auch so ein Ding, da kann ich mal auch direkt das beste Beispiel nennen, und zwar meine Cousine, kann ich da mal nennen. Die ist, lasst mich nicht lügen, 14 oder so, und ja, hat mir halt mal erzählt, ja, sie würde rauchen und dafür wird sie voll cool rüberkommen. Habe ich mir gemeint, ja toll, da hast du ja die richtige Person rausgesucht. Ich meine, durch Rauchen, warum soll ich dadurch cool sein? Warum bin ich dann cool, wenn ich rauche? Warum bin ich cool, wenn ich meine Gesundheit zerstöre? Ich meine, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie Alkohol getrunken und auch noch nie irgendwelche anderen Drogen zu mir genommen. Habe ich auch nicht vor, weil ich mir halt denke, ja toll, bringt mir eigentlich nichts. Also das soll jetzt nicht sein, ihr sollt damit aufhören oder dass ich jetzt ein paar die Scheiße finde deswegen, nee. Jeder soll's machen, wie er will. Meine Überzeugung ist es halt, ich brauch's nicht, ich will's nicht. Und ja, wenn sich Paddy damit glücklich fühlt, dann es ist, halt ist es doch in Ordnung. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr ja jetzt da draußen euer Bierchen trinkt, dann ist es doch auch in Ordnung. Und ich mein, wenn jemand andere da draußen raucht und sich gut fühlt, dann ist es doch auch in Ordnung. Ich brauch's nicht, ich fühle mich so gut und ich sehe jetzt keinen Grund, dass ich damit anfangen sollte. Du hast ja eine kleine Anmerkung, mit Party meinte er nicht mich, sondern iPad-y. Also der, wo in Minecraft zu Gitter dabei war anfangs. Ich meinte doch dich. Mich? Ich rauch doch nicht. Nein, ich mein Bierchen. Achso, ja, wie weil du gesagt hast, wegen Rauchen, deswegen dachte ich jetzt. Nee, da hab ich meine Cousine gemeint. Ja gut, weil ja gut. Ab und zu was saufen geht. Ich meine, es ist jetzt auch kein Verbrechen, wenn man abends mal ein, zwei Bierchen kippt. Das schadet dem Körper nicht. Ganz im Gegenteil, ja. Alkohol ist sogar gesund, weil, wie soll ich das am besten erklären, wenn ihr Alkohol trinkt, das wird ja durch die Galle, nein, nicht durch die Galle, besser nicht, durch die Leber wird das ja verdaut, der Alkohol, beziehungsweise wieder ausgeschieden, weil Alkohol ist Gift für den Körper, pures Gift, und der Körper möchte Alkohol so schnell wie möglich draußen haben, deswegen müsst ihr, wenn ihr saufen seid, also wenn ihr, was weiß ich, pure Jack Daniels trinkt oder sowas, müsst ihr eigentlich relativ oft aufs Klo gehen, also bei mir ist es zumindest auch so. Ich bin zwar irgendwann mal besoffen, gehe aber dann wirklich alle 10 Minuten aufs Klo, wenn ich was trinke. Das ist echt heftig, aber genau deswegen werden auch Bakterien aus dem Körper hier herausgespült, weil ihr dann so auf Pinkeln seid, also das ist wirklich extremst. Also gut, wenn ich jetzt 2-3 Bierchen kippe, ist es jetzt nicht so, dass ich da alle 10 Minuten pinkeln muss, aber bei 3 Bierchen, wenn ich da mal pinkeln bin, dann bin ich auch wirklich pinkeln. Für 2 Minuten oder so. Das ist echt heftig. Ja, ich trinke hier meine Spezi und alles gut. Wie gesagt. Ja klar, so neben halt mir steht jetzt hier auch Pfirsich-Eistee. Ich sag halt jetzt mal so, das war jetzt auch keine Anspielung auf dir, dass du jetzt halt hier da gleich ganzen K. Hallo? Ach komm schon, ist das Internet abgekackt.
Ja, wenn Skype gleich. Ja. Jetzt ist entweder sein Internet abgeschissen oder mein Internet ist abgeschissen. Also beide. Das ist natürlich höchst lustig und total unpassend. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich fahre mal hier erstmal zur Seite. So, nach dem Absturz sind wir wieder da. Nach dem Absturz, vor dem Absturz. Genau, da sind wir wieder. Ja, das Spiel ist abgekackt, weil Skype das da Internet abgekackt ist und dann ist Skype auf einmal aufgeploppt. Das Spiel abgekackt, hab ich am Ende nochmal gehört von meiner Aufnahme. Ah, Kacke! Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt nochmal zu der Tankstelle hierher gefahren. Ja, ich werde mir vielleicht mal alles spielen. Soweit ich weiß, hat das Spiel diese 14 Strafen für Verkehrsraudieren nicht abgezogen, bin ich mir ganz sicher. Wenn das der Fall sein sollte, fick dich Spiel, dann werde ich mir das Geld einfach cheaten. Sehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Wenn das Kackspiel abstürzt, dann das sehe ich nicht ein. Übrigens, im Hintergrund hier mal gerade Cold Baby als Instrumentalversion. Also Piano. Keine Ahnung, was er da alles für Instrumente verwendet hat. Auf jeden Fall GEMA-frei, kann man so jetzt sagen. Jo. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwie bei Drogen oder so? Ja, genau. Ich wollte dich fragen, wie sieht für dich oder wie sollte für dich die eine beste Freundin sein? Für mich? So, achso, ich habe jetzt gedacht, du redest mit den Zuschauern. Ah, für mich. Okay, können wir aber auch mal so machen, bevor du jetzt anfängst. Dass, ja, wie sieht für euch die perfekte beste Freundin aus? Schreibt einfach mal in die Kommentare oder habt ihr vielleicht sogar eine? Also freundschaftlich meinst du? Ja, freundschaftlich jetzt nicht. Ja, muss man erst. Ja, so, so, ja, achso, so. Ja, beste Freundin halt. BF. Schreibt in die Kommentare, wie für euch so eine, so eine Person sein muss. Würde mich und Kevin auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht habt ihr auch so eine Person schon. Schreibt uns diese Person. Ja, würde ich sagen, wie sieht für dich eine beste Freundin aus? Oder wie sollte für dich eine beste Freundin sein? Naja, einerseits halt, dass er einem mal zuhört, weil man halt mal ein Wehwehchen hat, ne? Ist halt so das Erste, was noch? Ja. Kann ich jetzt, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mal so genau, wie es sein sollte, halt eben, ja, dass man halt auch mal zusammen abhängen kann. wenn ich das so sagen kann. Zusammen abhängen. Sind wir geil, Bruder. Gut, bei mir ist es echt auch nicht anders los. Was mir gerade auffällt, wir haben jetzt fast 8300 Kilometer auf dem Schrank. Das heißt, wir nähern uns der 10.000 Kilometer Grenze. Also, ja, es ist eine verzwickte Frage. Da weiß ich jetzt gar nicht mal so wirklich was drauf. Also ich würde so sagen, bei dem LKW hier, sind so ab 15.000 kann man den LKW hier schon als Alteisen bezeichnen. Weil er dann schon einige Fahrten auf dem Buckel hat hier, der hier. Ja, mit dem, dass wir nur zwischen Berlin und München hin und her gucken, ab und zu auch noch in Ramsadam jetzt fahren. Also, viel hat der LKW noch nicht gesehen von der Welt. Ich weiß jetzt schon, wenn ich mir einen neuen LKW hole, stelle ich den hier in die Garage. Wenn ich bitte einen Fahrer anstelle, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich glaube schon, beim ETS 2 geht es auf jeden Fall, dass man einen Fahrer einstellt. Also wenn ich hier einen Fahrer einstelle, weiß ich jetzt schon mal, dass der den Gammel LKW hier bekommt. Okay, gammelig ist er nicht, also das ist eigentlich sehr zuverlässig gewesen. Ja. Naja. Ja, Beziehungsprobleme, was hat man noch? Ja, das letzte Thema waren halt Drogen, Rauchen, ja. Ein großes Thema muss jetzt nicht immer anspringen, sondern es sind 2 Minuten bis zum Ziel. Ja. Dann werden wir auch da. Also, dann hat sich die Sache eigentlich auch gegessen. Bum, bum, bum. Ja, das lassen wir alles. So, die Kurve. Kurva, Kurva. Ja, ja. So, da sehen wir das Abstellgelände. Abschließende Worte mal wieder, ja.
Na, abschließende Worte habe ich gerade. Einparken, das hat keine Zeit mit abschließenden Worte. Okay, ja, gut, okay, ihr müsst noch einparken. So. Wir hatten mal wieder interessante Themen, ja doch. Und man hört den LKW piepen. Ja, ja, das ist normal. So, stopp. Dass es so laut ist. So, 7000 Euro ist verdient. Ach, keine Abzüge dieses Mal. Okay, gut, dann gehe ich zufrieden mit. So, gehe ich am besten nach parken. So, ich würde sagen, wir speichern hier an der Stelle. Spiel speichern. Speichern. Ja, überschreiben. Ich speichere nochmal ein zweites Mal, denn ich bin mir nicht sicher. Wollte ich gerade sagen. Beim letzten Mal ist es auch nicht gespeichert worden. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Project KLP und... The KKF, The Gamer, die alte Quasselstrippe. Ciao, Leute.